Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Als Lesung hören wir auf zwei Verse aus Jesaja 65, Jesaja 65, die Verse 17 und 18. Heute geht es im Predigtext, Fortsetzung, Offenbarungsreihe, ums neue Jerusalem, den neuen Himmel, die neue Erde. Und dazu Jesaja 65, 17 und 18. Denn siehe, sagt der Herr durch seinen Propheten, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, sodass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Sondern ihr sollt euch allezeit freuen und frohlocken über das, was ich erschaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zum Jubel und sein Volk zur Freude. Wir beten. Teuer Gott und Vater, wir danken dir, dass du auch heute wieder in unserer Mitte bist, dass wir auf dein Wort hören dürfen, auch zur Ruhe kommen dürfen von all den Dingen, die uns im Laufe der Tage so bewegt haben, und dass wir jetzt Stille finden, Kraft, Ruhe in dir und uns den Blick von dir auf unsere Zukunft richten lassen. Es ist ja wunderbar, dass wir auch heute schon mit dir leben, schon heute ein neues Leben haben, heute schon wissen dürfen, dass unsere Namen im Buch des Lebens geschrieben sind. Aber wir wissen, das Schönste, das Größte, das Beste kommt noch, wenn wir eines Tages bei dir sind und wenn du dann im neuen Himmel, in der neuen Erde ganz unmittelbar, leibhaftig bei uns bist, uns umgibst, noch viel intensiver, als du das in diesen Erdentagen schon tust. Wir können es uns gar nicht vorstellen. Es ist großartig, wozu du uns berufen hast. Und jetzt schenk auch, dass auch heute durch dieses dein Wort doch noch viele Menschenherzen geöffnet werden, sich für dich und für das Heil, das du vollbracht hast, aufschließen und dann auch ein Bürgerrecht in dieser neuen Welt bekommen. Amen. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext haben wir heute, wie gesagt, Fortsetzung unserer Offenbarung-Reihe. Kommen wir heute zu Offenbarung 21, die Verse 1 bis 8. Offenbarung 21, 1 bis 8. Da schreibt doch Apostel Johannes, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Im Bild gesprochen sieht das Leben vieler Menschen so aus, sie sitzen in einem verschlossenen Raum, die Läden sind zu, es ist dunkel, es brennen einige Kerzen,
Und das Licht dieser Kerzen sind die schönen Dinge des Lebens. An ihnen freut sich der Mensch in dieser Welt, das darf er auch. Aber diese Kerzen, die schönen Dinge dieses Lebens, die gehen leicht aus. Für manche gehen einige Kerzen aus, es wird etwas dunkler. Für andere gehen alle aus. Das Leben wird nicht nur dunkler, es wird kohlrabenschwarz. Kennen solche Situationen vielleicht, wo es aussieht, dass alle Kerzen ausgehen, wenn es schwere Beziehungs-Ehekrisen gibt, wo man auf einmal wie vor dem Nichts steht, oder Berufsarbeitslosigkeit, Entlassung, andere existenzbedrohende schwere Situationen. Für einen Menschen, der nur diese Lichter hat, ist das eine Katastrophe. Sein Leben wird dunkel, finster wie die Nacht. Auch im Leben von Christen können solche Lichter ausgehen. Und Gott bläst manche davon absichtlich aus. Er möchte, dass wir uns nicht auf die Freuden dieser Welt konzentrieren. Er will, dass wir bereit sind, uns die geschlossenen Läden öffnen zu lassen und zum Fenster hinauszuschauen. Ich hatte gesagt, das Leben vieler Menschen sieht im Bild so aus, Raum, Läden zu. Nur auf diese Welt, nur auf dieses Diesseits fokussiert, auf diese 70, 80, wenn es hochkommt, Jahre, heute ein paar mehr. Der Herr will, dass wir bereit sind, uns diese geschlossenen Läden öffnen zu lassen, dass wir zum Fenster hinaussehen, der kommenden Herrlichkeit Gottes entgegen. Und unser heutiges Wort, das ist der Blick zum Fenster dieses vergänglichen Lebens hinaus in die ewige Herrlichkeit. Mit diesem Abschnitt der Heiligen Schrift stößt gewissermaßen der Herr die Fensterläden auf und lässt das Licht der jenseitigen Welt, der Ewigkeit, zu der wir berufen sind, hereinstrahlen. Noch müssen wir, wenn wir in diesem Bild bleiben, im Haus sein. Noch müssen wir unsere Arbeit hier erledigen. Aber das Licht von draußen, das Licht aus der Welt Gottes, fällt schon herein. Und eines Tages wird dieses Haus, die Bibel sagt, auch unsere irdische Hütte, abgebrochen durch unseren Tod oder, worauf wir mehr hoffen, durch die Entrückung. Und dann dürfen wir hinaus in diese Herrlichkeit. Die erste Erde ist dann vergangen. Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dann wird wirklich alles neu, so sagt Vers 5. Siehe, ich mache alles neu, wirklich alles. Heute fängt es mit manchem, hoffentlich in unserem Leben mit vielen mehr und mehr an. Aber dann wirklich alles. Für einen Moment überraschend fand ich die Aussage, das Meer ist nicht mehr. Das Meer ist nicht mehr. Es gibt einen neuen Himmel, es gibt eine neue Erde, aber es gibt kein neues Meer. Habe ich mich gefragt, gibt es dann im Himmel keine Fische? Leben die auf dem Trockenen? Weshalb wird das Meer extra hervorgehoben? Weil das Meer in der Bibel das Bild ist für die zerstörerischen Chaosmächte der Völker unter der Herrschaft Satans. Wenn das Meer nicht mehr ist im neuen Himmel, in der neuen Erde, dann heißt es, es gibt kein Chaos mehr, kein Toben, kein Brausen finsterer Mächte. Im tausendjährigen Reich gibt es das ja alles auch noch, wenn auch wesentlich gedämpft, vielleicht um 90-99% zurückgefahren, aber es ist noch da, im Keim vorhanden. Im neuen Himmel, in der neuen Erde gibt es davon nicht die geringste Spur. In der neuen Welt Gottes wird vollkommene Harmonie herrschen. Denn Gott wohnt dann mitten unter seinem Volk und seinen Kindern. Das himmlische Jerusalem kommt auf die Erde herab. Das tausendjährige Reich bietet schon einen Vorgeschmack auf diese Herrlichkeit. Jesus selbst wird ja dann im tausendjährigen Reich von Jerusalem aus regieren, wohnt auch in dieser Zeit schon mitten unter den Menschen auf dieser Erde, heute durch seinen Heiligen Geist, dann aber leibhaftig, der Sohn. Aber das wird in der himmlischen Herrlichkeit nochmal weit gesteigert und verendet. Der Wohnort Gottes und der Wohnort der Menschen werden endgültig und komplett zusammengelegt. Es geht noch weit über die Situation im Garten Eden hinaus. Damals besuchte Gott zwar auch den Adam und die Eva und ging mit ihnen spazieren, aber es waren halt nur Besuche. Gott hatte nicht seinen ständigen Wohnsitz bei ihnen, sondern sein Hauptwohnsitz
Aber im Himmel. Im Himmel. Aber jetzt verlegt, im neuen Jerusalem, verlegt der lebendige, allmächtige Gott seinen Hauptwohnsitz, seinen ständigen Wohnsitz zu uns Menschen. Und jetzt beschreibt die Bibel hier in zwei Bildern, die ineinander fließen. Das erste ist die heilige Stadt. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herniederkommen. Das zweite Bild, die geschmückte Braut. Von dieser heiligen Stadt heißt es, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Beides sind Bilder für die ewige Gemeinschaft mit Gott, nur mit unterschiedlichen Akzenten. Die Stadt ist ein Bauwerk, sie ist was statisch Festes. Sie hat Mauern und Tore, die bieten Sicherheit und Schutz. Das steht im Gegensatz zu unserem Leben auf dieser Erde. Da sind wir eine zerstreute Herde. Da sind wir in zunehmender Gefahr, auch in der heutigen Zeit. Da kommen wir vielleicht noch mal kurz drauf. Zerstreut denken wir nur an unsere momentane Gemeindesituation. Wir sitzen hier im Wohnzimmer. Die anderen, die mit uns verbunden sind, die sitzen auch alleine oder zumeist wahrscheinlich in kleinen Gruppen. Ebenfalls zerstreut, nicht nur in Deutschland, sondern in fast allen Teilen der Welt. Und wir sind nicht nur zerstreut, wir sind Gäste und Fremdlinge, ohne bleibende Stadt, sagt die Bibel, auf der Durchreise. Aber dafür steht das Bild der Stadt beim neuen Jerusalem, dort haben wir eine feste, bleibende Stadt, eine ewige Heimat. In diese feste Stadt wird die heute so zerstreute, gefährdete Gemeinde gesammelt, gemeinsamer Wohnort. Die Unvergänglichkeit dieses Wohnorts sehen wir auch in den Bildern von Gold und Edelsteinen, die später auftauchen. Gold rostet nicht, es bleibt. Gold und Edelsteine sind einerseits dann natürlich auch Symbol für unvergängliche und für unüberbietbare Schönheit und Herrlichkeit. Diese Schönheit und Harmonie des Zusammenlebens mit Gott wird unsere Vorstellungskraft meilenweit übersteigen. In dieser Schönheit und Harmonie wohnt Gott bei uns. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Gott schlägt seine Zelte bei uns auf. Er wird bei ihnen zelten, mit ihnen zelten. Sie werden sein Volk sein. Er selbst wird ihr Gott sein. Hab Vers 3 ganz bewusst die wörtliche Formulierung gewählt. Nicht einfach wohnen, sondern zelten. Das griechische Wort kann man auch mit wohnen übersetzen. Eigentliche Bedeutung aber ist das Zelt, nicht das Haus. Ich habe mich gefragt, warum betont die Bibel ausdrücklich das Zelt? Ich denke, spielen zwei Gedanken eine Rolle. Das Zelt dürfte zurückerinnern an die Zeit der Wüstenwanderung. Damals lebte Israel notgedrungen ganz nah bei Gott. Es lebte selber in Zelten und der lebendige Gott lebte auch im Zelt, in der Stiftshütte unter ihnen. Und es war eine gesegnete Zeit vom Grundsatz her, wenn nicht der Unglaube des Volks gewesen wäre. Aber Gott war ganz nah bei ihnen. Sie waren täglich auf seine Hilfe angewiesen, auch wenn sie immer wieder murrten und klagten. Es waren doch 40 Jahre intensivster Nähe Gottes, denn er war täglich bei ihnen. Nachts in der Feuersäule, tags in der Feuersäule. Zweiter Gedanke, muss ich denken, das Zelt hat eine dünnere Wand als ein Haus. Beim Zelten ist man sich viel näher. Vermutlich ein Punkt, den die eingefleischten Camper schätzen. Man hockt viel dichter beieinander drauf. Derjenige, der ein bisschen mehr Distanz will im Alltag, dem ist das Haus lieber. Aber gemeinsam zelten ist eine viel engere Gemeinschaft, als nebeneinander in Häusern zu wohnen. Wer kennt heute überhaupt noch seine Nachbarn? Wer redet mit seinen Nachbarn regelmäßig? Wer hat mit ihnen Gemeinschaft über ein Gespräch über den Gartenzaun hinaus und vielleicht ein kurzes Hallo auf der Straße? In Häusern wohnt man oft recht isoliert voneinander. Beim Zelten ist alles viel näher und vertrauter. Darum geht's. Im neuen Jerusalem wohnt Gott ganz nah, ganz intim, ganz vertraut mit uns. Auf diese Gemeinschaft mit Gott richtet unser heutiges Wort den Blick.
Ich sage ja oft, Kirche ist da, wo Jesus der Herr ist. Mit unserem heutigen Gotteswort müssten wir dazu setzen, Kirche ist da, wo der Blick in die Ewigkeit geht. Der Blick in die Ewigkeit gehört zum Wesen der Gemeinde. Das hat schon vor vielen Jahren Walter Tlach, ein seit Jahren zum Herrn heimgegangener württembergischer Dekan, gesagt. Der sagte, Kirche ist in sich selbst nichts. Kirche ist in sich selbst nichts, müssten sich unsere Kirchenleute und Kirchen heute hinter die Ohren schreiben, mal wieder ganz dick. Kirche ist in sich selbst nichts. Kirche ist nur Kirche in der Sehnsucht nach Jesus, so fährt Walter Tlach fort, in der Sehnsucht nach der Hochzeit. Welche Braut sagt schon, es ist gleichgültig, ob wir noch 5 oder 10 Jahre verlobt sind? Es mag gelegentlich Bräute geben, die das sagen, das dürfte aber dann kein Zeichen überbordender Liebe sein. Weiß ich nicht. Die Sehnsucht nach dieser Hochzeit, die Sehnsucht nach voller Gemeinschaft mit Jesus ist der Kern der Gemeinde Jesu. Das ist das Geheimnis der Kirche. Soweit Walter Tlach. Sehnsucht nach voller Gemeinschaft mit Jesus, Sehnsucht nach der Ewigkeit. Und damit sind wir auch beim zweiten Bild, das die Bibel hier gebraucht, die Braut. Wir haben eine Sehnsucht nicht nur nach Sicherheit und einer bleibenden Heimat, vor allem haben wir eine Sehnsucht nach der unmittelbaren und sichtbaren und können auch sagen nach der fühlbaren Gemeinschaft mit Gott. Das ist ja auch die Gefahr der Mystik, die Gefahr des Schwärmertums, die Gefahr der Charismatik, des Pfingstlertums. Da wird diese Erfahrung, dieses Fühlbare und so weiter ganz stark vermittelt, in den Vordergrund gestellt. Und dann schleichen sich aber eben auch schnell andere Mächte, die das Fühlen anbieten, mit ein. Aber diese Sehnsucht nach der fühlbaren, nach der erlebbaren Gemeinschaft mit Gott, die ist durchaus berechtigt. Aber das ist eben diese Sehnsucht nach der Ewigkeit, die Gott in unser Herz hineingelegt hat. Aber eben wirklich erfüllt wird sie erst dann. So ist das Bild der Stadt, das Bild für Sicherheit, für Geborgenheit, das Bild der Braut, das Bild für die gelebte Gemeinschaft, für eine ganz enge Beziehung. Für eine solch enge Beziehung dienen auch heute schon die Herausforderungen dieser Tage. Muss ich nochmal bei der Vorbereitung denken. Herausforderungen können trennen, sie schweißen aber auch zusammen. Was nicht zusammengehört, wird in der Herausforderung getrennt. Was zusammengehört, wächst in der Herausforderung noch enger zusammen. Mit diesem Blick auf die Sehnsucht nach der himmlischen Herrlichkeit ist dieses Wort auch zugleich eine ganz große Einladung. Legt uns ans Herz, dass wir doch alle dazugehören, dass doch keiner diese Einladung abweist. Gerade in Vers 6 haben wir dann diesen einladenden Hinweis ganz konkret, wo der Herr sagt, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Umsonst, weil Jesus am Kreuz ja schon bezahlt hat. Weil es umsonst ist, ist das Heil nicht wertlos. Es hat einen teuren Preis gekostet. Aber uns wirft der Herr das Heil gewissermaßen gratis hinterher. Vor Jahren machte der Mediamarkt mal Werbung mit dem Slogan, ich bin doch nicht blöd. Soll ja heißen, ich gebe doch nicht anderswo mehr Geld aus, als ich es beim Mediamarkt günstiger kriegen kann. Ja? So, ob das immer so war, weiß ich nicht, aber das war der Sinn der Werbung. Also deshalb gehe ich dahin, wo ich es am günstigsten kriegen kann. Bin ja nicht blöd. Aber wenn wir genau hinschauen, dann stellen wir fest, die Deutschen sind blöd geworden. Sie gehen zwar vielleicht massenweise zu irgendwelchen Supermärkten, wo sie günstige oder vermeintlich günstige Artikel kaufen können, aber kaum einer geht dahin, wo er das beste, das wertvollste, das teuerste Produkt umsonst bekommt. Kaum einer geht zu Jesus, um kostenlos umsonst ewiges Leben zu bekommen. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle lebendigen Wassers umsonst, sagt der Herr. Ein Wort aus diesem Vers 6 macht uns dabei die Grenzen unseres missionarischen und evangelistischen Bemühens deutlich.
wenn wir missionarisches, ja, wie soll ich sagen, missionarisches Anliegen auf dem Herzen haben, dann machen wir uns ja Gedanken, wie können wir andere Menschen fürs Evangelium gewinnen. Wir beten für sie, wir versuchen es ihnen zu bezeugen. Und dann stoßen wir auf taube Ohren und dann überlegen wir uns, mit welcher Technik, mit welchen Tricks und Kniffen können wir es jetzt hinkriegen, dass die endlich mal die Jalousien hochmachen. Ein Wort macht uns unsere Grenzen ganz deutlich. Wem will Jesus geben? Dem Durstigen. Was aber ist, wenn der Mensch keinen Durst empfindet? Dann trinkt doch Mensch nicht das lebendige Wasser, das Gott ihm anbietet, dann besäuft er sich mit den Alkopops weltlicher Genüsse und stillt mit diesen vermeintlich gefühlt im Moment seinen Durst. Und die innere Sehnsucht bleibt. Er versucht noch mehr äußere weltliche Genüsse und geht dabei ewig verloren. Das ist der Knackpunkt. Wir können den Menschen das lebendige Wasser anbieten, wir können ihnen damit hinterherlaufen. Aber Durst und Hunger schaffen können wir bei ihnen nicht. Das kann Gott allein. Und darum wollen wir ihn bitten. Denn wer diesen Durst nie verspürt, wer nie nach dem Wasser des Lebens fragt, der wird am Ende ewig verloren gehen. Das ist der Ernst dieses Gotteswortes bei aller Schönheit. Denn, so sagt die Bibel weiter, viele werden diese Herrlichkeit nicht sehen. Viele werden im zweiten Tod enden, im See, der mit Feuer und Schwefel brennt, Vers 8. Es haben deshalb ganz und gar nicht recht diejenigen, die behaupten, dass alle diese Herrlichkeit sehen werden. Gottes Wort sagt es eindeutig anders. Und es benennt hier einige ganz konkret, die dieses Ziel nicht erreichen werden. Wer sagt, spricht, wir haben es gehört, als erstes von Feiglingen. Ganz wichtig, da geht es nicht um unsere Gefühle, Feiglinge oder Verzagte. Es geht um die Tat. Wenn wir ganz ehrlich sind, dann sind wir in unseren Gefühlen, denke ich, alle manchmal oder vielleicht sogar auch öfter kleingläubig und verzagt. Gerade wenn wir auf die Nöte, die Herausforderungen dieser Tage schauen, wenn wir auf die vergangenen Jahre schauen, wenn wir sehen, wie vieles in unserem Land an die Wand gefahren wird und wenn wir viele sehen, was das möglicherweise Wärmegesetz und Ähnliches an existenziellen Bedrohungen mit sich bringt, und es ist ja nur ein Stichwort, man könnte wahrscheinlich 10, 15, 20 weitere dazufügen, wer kennt da nicht Gefühle von Verzagtheit, Ängstlichkeit, Sorge? Aber das ist hier nicht gemeint. Es geht darum, ob wir uns von diesen Gefühlen leiten lassen. Dass diese Gefühle nicht unser Tun bestimmen. Ein Feigling, von dem Gottes Wort hier redet, ist keiner, der Gefühle der Feigheit hat. Ein Feigling ist einer, der im entscheidenden Augenblick ein unangefochtenes Leben in dieser Welt wichtiger ist als die Treue zu Jesus und seinem Wort und als ein treuer, klarer Dienst, dem ein bequemes Leben wichtiger ist als ein gefährliches Leben. Die Frage ist, sind wir Angstgetriebene oder sind wir Geistgetriebene? Als Nächste nennt die Bibel die Ungläubigen. Hängt ganz eng unmittelbar mit dem Ersten zusammen. Warum lässt sich ein Mensch von der Feigheit dominieren? Weil er ungläubig ist. Wie kann ein Mensch seine Feigheit überwinden und sich von der Feigheit nicht dominieren lassen, einzig und allein im Vertrauen auf den Herrn? Wer sich von der Feigheit leiten lässt, erweist sich im Kern als Ungläubiger. Die dritte Gruppe sind die von Gräueln Befleckten. Ich habe nochmal im Griechischen nachgeschaut, eigentlich wörtlich die Stinkenden. Die Verabscheuungswürdigen. In der Bibel ist das ein Gräuel, was stinkt, was unangenehm ist. Ja? Und ich dachte eigentlich ein ganz hervorragendes Wort,
das exakt das auf den Punkt bringt, was ja in der Menschheit, auch in unserem Volk in den letzten Jahren und Jahrzehnten zunehmend geschieht und sich jetzt in den letzten Jahren im Grunde exorbitant gebärdet, egal wo man den Fernseher auf den Knopf gewissermaßen drückt, irgendwelche Shows etc. Ob wir in die Musik schauen, in die Kunst, in die Kleidung, in die Erziehung, eigentlich in allen Bereichen des Lebens, der Unrat, das Stinkende, das Verabscheuungswürdige wird hoffähig gemacht. Also es geht um diejenigen, die sich im Unrat jedweder Art suhlen und wohlfühlen. Und da sehen wir ja, wie die ganzen Ordnungen Gottes, die das Stinkende runterhalten sollen, beiseite geschafft werden. Und wenn die Ordnungen Gottes beiseite geschafft werden, dann kommt dieses Stinkende hoch und feiert fröhliche Urstände. Als nächstes sind es die Mörder. Das Thema Abtreibung ist längst kein Thema mehr in dieser Welt, vor Gott schon. Und man muss immer wieder sagen, vieles, was sich auch in den letzten Jahren und auch in den kommenden Zeiten an Gericht Gottes über die Welt ereignet und ereignen wird, hat auch in diesem Gräuel der Abtreibung eine Ursache. Denn die Bibel sagt, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Unsere Generation, muss man so deutlich sagen, ist eine Generation von Mördern geworden. Im Jahr 2005 ging man von 60 Millionen Abtreibungen pro Jahr weltweit aus. 60 Millionen. Wenn man zurückdenkt an die Zeiten des Nationalsozialismus, des Stalin und so weiter, kann man Zahlen vergleichen, kann man sich ungefähr vergleichen. 60 Millionen Abtreibungen pro Jahr weltweit. Und unsere Politiker schweigen. Mord am ungeborenen Leben wird zum Menschenrecht erklärt. Und unsere Medien schweigen. Ja, wir müssen sagen, die Menschen dieser Zeit, es ist ja nicht auf unser Volk begrenzt, die Menschen dieser Zeit sind zunehmend eine Menschheit von Mördern geworden. Oder denken wir weiter an den Ukraine-Krieg. Jede Art der Kriegstreiberei ist eine Art von Mord. Ungerechte Kriege sind Mord, Massenmord. Wenn wir sehen, was ja in der Ukraine nicht nur für eine irrsinnige Materialschlacht stattfindet, sondern wie da Menschen in diesen Stellungskämpfen zu Tausenden in den Tod geschickt werden, um den Interessen einiger weniger im Hintergrund zu dienen. Mörder, sagt die Bibel. Und die Hurer. Wir können an Unzucht, an Hurerei, an Ehebruch denken. Musste aber ganz spontan auch dran denken, das fängt ja schon an. Porneia ist der Begriff, also jede Form von Sexualität, die nicht in den von Gott vorgegebenen Bahnen verläuft. Wie heute diese Kräfte aus unserer Menschheit ein Volk von Huren machen will. Wenn man schon in Kitas ab anderthalb Jahren und Ähnlichem, habe ich es, glaube ich, dieser Tage gelesen, sogenannte Erkundungsräume einrichtet, wo Kinder nackt ihren eigenen Körper und den Kinder der anderen erkunden sollen, etc. Da wird Pornografie, ungezügelte Sexualität von klein auf an gezüchtet, antrainiert. Ich habe heute eine E-Mail gekriegt, was können wir tun, um unsere Kinder zu schützen. Gestern Abend im Gebetsabend war es auch kurz die Frage. Und ich habe gesagt, eigentlich gibt es nur eine Möglichkeit. Man kann seine Kinder heute gar nicht mehr in die Kita schicken. Man hat keine Kontrolle mehr darüber, was mit denen dort passiert. Sie werden pornografischen Einflüssen und anderen negativen Einflüssen ausgesetzt. Ganz spannend, der nächste Begriff, die Zauberer. Wörtlich sind es die Pharmakeus. Da klingeln bei uns heute die Ohren. Die Zauberer. Spannend, dass die Bibel, ich habe nachgeguckt, es hätte eigentlich einen Alternativbegriff gegeben. Die Magoi, die Magiere, das sind ja eigentlich die Zauberer.
damals die gelehrten Sterndeuter, Astrologen und so weiter, auch Astronomen etc. Aber das ist eigentlich mehr der allgemeine Begriff für die Zauberer, die Magoi. Hier steht aber die Pharmakois. Das sind die Heilzauberer, die Pharmazeuten. Also genau das, was wir heute als Pharmazie haben. Und ich denke, da brauche ich gar nicht wahnsinnig viel zu sagen. Wir brauchen nur die Entwicklungen der letzten Jahre angucken. Das exorbitante Spritzen in jedweder Hinsicht, auch die sogenannten Kinderschutzimpfungen und so weiter und was wir da als Nebenwirkungen zunehmend haben. Oder wenn wir den Blick auf die WHO richten, von wem die gesteuert wird, ja nicht mal ansatzweise irgendeine öffentliche Institution, sondern eine private Institution von allen möglichen Kräften, finanziert, abhängig. Und welche Macht sie bekommt. Die Pharmakreuz und die Götzendiener, wirklich eigentlich diejenigen, die den Bildern dienen. Das ist ganz wichtig, um Missverständnissen vorzubeugen. Die Bibel kennt im Gegensatz zu manchen falschen Lehren und Behauptungen und im Gegensatz zum Islam kein Bilderverbot. Man darf selbstverständlich von allen möglichen Dingen, Gegenständen, Tieren, Menschen etc. Bilder machen. Was die Bibel verbindet, ist der Bilderdienst. Dass man die Bilder anbetet und sie zu Götzen erklärt. Und in wie vielen Räumen stehen heute wieder Buddhas und alles mögliche ähnliche andere rum und man meint, davon ginge Heil und Segen aus. Wir sehen, wie aktuell diese ganzen Dinge sind. Und ganz dramatisch zum Schluss die Lügner. Wirklich die Heuchler, die Pseudos sind, diejenigen, die Lügenden. Solche, die vorgeben, etwas zu sein, was sie nicht sind, die Scheinheiligen. Die betonen immer wieder mit größtem Nachdruck, das Wesen Gottes ist Wahrhaftigkeit. Satan dagegen ist der Heuchler von Anbeginn und der Vater der Lüge. Lüge und Unwahrhaftigkeit. Wo Lüge und Unwahrhaftigkeit seht, da wisst ihr, dass der Teufel am Werk ist. Und ich sage es auch mal ganz aktuell in unsere heutige Situation hinein, auch für uns ganz konkret hier. Es geht ja in vielen Fragen nicht in erster Linie um die Sachfragen, um unterschiedliche Meinungen. Es geht um die Frage, wie man mit verschiedenen Meinungen wahrhaftig oder unwahrhaftig umgeht. Man kann zum Beispiel durchaus der Meinung sein, dass man heute in der Predigt nicht auf politische und gesellschaftliche Ereignisse Bezug nehmen sollte, weil man Gefahren für die Gemeinde sieht oder für sich selber. Man kann dieser Meinung sein und man kann sagen, um Gefahren abzuwenden, reden wir in Zukunft darüber nicht mehr. Man muss sich dann überlegen, ob man dann vielleicht Gefahren abgewendet hat, ob man dann dadurch mehr Segen hat und mehr Vollmacht. Ob man dadurch mehr Menschen missionarisch mit dem Evangelium erreicht, wenn man schweigt. Ob man dadurch mehr Menschen seelsorgerlich stärkt, ermutigt, tröstet, ihnen Hilfe, Orientierung in ihrem Leben, in den gegenwärtigen Herausforderungen gibt. Man kann darüber nachdenken, ob man ihnen durch Schweigen mehr Hilfe gibt zur Vorbereitung auf die kommenden Herausforderungen, spätestens auch in der Zeit des Antichristen. Aber über all das kann man reden, da kann man verschiedener Meinung sein. Aber man sollte es offen und wahrhaftig tun. Man sollte zum anderen kommen und sagen, du, da müssen wir drüber reden. Möglicherweise ist da eine Kursänderung wichtig. Dann muss die Gemeinde darüber entscheiden, ob sie eine Kursänderung haben will. Ganz offen und ehrlich und wahrhaftig. Wenn man aber anfängt, über Monate hinweg im Hintergrund kritische Stimmen für eine Kurseinigung zu sammeln. Und dann, wenn man meint, man hätte genug Macht erreicht, man hätte genug Einfluss geschaffen, man hätte genug Parteiung und Spaltung in der Gemeinde fabriziert, um die persönlich gewünschte Kursänderung durchführen zu können. Und dann gibt man mal ein erstes Signal und wenn man merkt, es ist schiefgegangen, dann sagt man, war alles gar nicht so gemeint. War ein Missverständnis. Dann ist unwahrhaftig. Dann ist der Geist der Lüge. Und wisst ihr, das ist ganz wichtig in ganz vielen Konflikten.
Es mag Sachkonflikte geben, die so gravierend sind, dass man sich um der Sache willen trennt. Aber dann kann man es ehrlich auf den Tisch legen, dann kann man ehrlich und anständig drüber reden, dann kann man ehrlich und anständig und vielleicht auch in aller Freundschaft getrennte Wege gehen, weil man einfach verschiedene Erkenntnisse hat, die man aber in Würde, in Offenheit, in Wahrhaftigkeit austrägt. Aber wenn man in Unwahrhaftigkeit agiert und dann in Unwahrhaftigkeit weiterlügt und sagt zwar nicht so gemeint, auf der anderen Seite Missverständnis und auf der anderen Seite genau diese Ängste weiterschürt, vorantreibt durch Briefe, durch persönliche Begegnungen und so weiter und so fort und dann die Lügen aufeinander häuft, durch Unwahrhaftigkeit kann kein Problem aus der Welt geschafft werden. Und wisst ihr, in der Gemeinde muss die Lüge, muss das Böse genauso deutlich benannt werden wie in der Politik und in der Gesellschaft. Im Gegenteil sogar noch wesentlich mehr, denn die Lüge, die Unwahrhaftigkeit, das Böse in der Gemeinde ist 10-mal schlimmer als die Lüge, die Unwahrhaftigkeit, das Böse in der Welt. Was wollen wir von der Welt, die unter der Herrschaft Satans steht, anderes erwarten als das Wesen Satans? Aber in der Gemeinde Jesu müssen wir verbindlich, zuverlässig das Wesen Gottes, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, offenen Umgang miteinander erwarten. Und wenn das nicht der Fall ist, dann erlischt das Licht der Gemeinde. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Wo Unwahrhaftigkeit ist, da wird dieses Licht vom Wesen Satans verfinstert. Da kann die Gemeinde nicht mehr die Finsternis dieser Welt erhellen, weil sie selbst zur Finsternis geworden ist. Deshalb muss das ganz offen, ganz deutlich, ganz klar angesprochen werden. Manche bewegt in diesen Tagen auch, darf man das öffentlich tun? Ich habe erst mit dem Bruder diese Woche vor ein paar Tagen gesprochen. Was sagt die Bibel dazu? Die Bibel sagt es ganz klar. Wir haben auch erst ein Video lustigerweise heute zugeschickt bekommen mit einer Andacht über den Diotrephes beispielsweise. 3. Johannes, glaube ich, Vers 9. Da schreibt der Apostel Johannes ganz offen, der Diotrephes will selbst in der Gemeinde der Erste sein. Manipuliert, übt Macht aus und so weiter. Er nennt Namen, wir müssen immer vor Augen halten, das war nicht einfach ein persönlicher Brief, das war ein Gemeindebrief und der ging auch nicht nur an eine Gemeinde, sondern diese Briefe wurden durch die ganze Christenheit weltweit durchgereicht, von einer Gemeinde um die andere. Und der Paulus schreibt über den Alexander, den Schmied, namentlich, der ihm viel Böses getan hat und so weiter. Es ist völlig biblisch richtig, dass vor dem Bösen bei Bedarf auch öffentlich und namentlich gewarnt wird. Denn das Böse, die Lüge, die Unwahrhaftigkeit muss ans Licht gebracht werden. Es ist ja das Wesen der Lüge, dass sie im Verborgenen agiert. Und deshalb hilft nichts mehr gegen Unwahrhaftigkeit und Lüge, als das ans Licht bringen. Und deshalb beten wir auch weiter, dass der Herr Unwahrhaftigkeit und Lüge aufdeckt. Über all diese Dinge und die Lüge, die Unwahrhaftigkeit ist gewissermaßen der Knackpunkt, das Schlimmste, das Gefährlichste von allem, gilt, ihr Teil wird sein in dem feurigen Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Das heißt, die alle kommen an den Ort, an dem nach Offenbarung 19,20 als erster der Antichrist und sein Prophet verbannt wurden. Dann kommt nach Offenbarung 20,10 der Teufel in diesen feurigen Pfuhl, der Tod als nächstes und dann Offenbarung 20,15 alle diejenigen, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben sind, die ihr Leben nicht haben vom Geist Gottes verändern und erneuern lassen. Ich muss immer wieder sagen, daran ändern auch oberflächliche Bekehrungen und frommes Getue nichts. Es mag einer bei seinen Unwahrhaftigkeiten noch so viele Bibelworte im Munde führen, ändert an seinem Wesen der Unwahrhaftigkeit nichts. Es muss eine echte, tiefe, zu Herzen gehende Bekehrung da sein, die eine Unwahrhaftigkeit in unserem Leben nicht mehr zulässt. Denn es kommt nicht drauf an, sagt die Bibel auch an dieser Stelle, dass wir zu frommen Anfängern gehören, sondern wer überwindet,
Wer überwindet, wer durchhält bis zum Schluss allen Widerständen zum Trotz, auch alle persönliche Feigheit, Angst überwindet und sich davon nicht beherrschen lässt, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein, Vers 7. Wer überwindet, wir, sein Volk, er, unser Gott. Beginnt heute schon, dort kommt es zur Vollendung und damit sind wir auch gleich fast am Schluss, zur Vollendung in einer unvorstellbaren Glückseligkeit. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, der wurde ja in den feurigen Pfuhl geworfen. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerzen werden mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Lasst mich so sagen, liebe Geschwister, der allmächtige Gott, der himmlische Vater, drückt uns selber an seine Brust. Er nimmt uns gewissermaßen auf den Schoß. Wir kennen es ja, Kind, hingefallen, Knie aufgeschlagen, schreit jemand nicht, kommt die Mama, nimmt es auf den Schoß, bläst, pustet, wischt ab, nimmt es in den Arm und dann, genau das ist das Bild im Grunde. Er wird abwischen, alle Tränen. Natürlich wieder ein Bild. Wie soll Gott im Himmel Tränen abwischen? Gibt ja gar keine mehr im Himmel. Warum soll es im Himmel Tränen geben? Aber eben ein Bild dafür, dass es im Himmel keine Tränen mehr gibt. Ein Bild dafür, dass dort alle Wunden, alle Schmerzen aus dieser Erdenzeit verheilt sein werden. Man wird ihrer nicht mehr Gedenken haben. Jesaja 65 gehört, eine Zeit reiner, ungetrübter Freude. Für jedes auf dieser Erde erfahrene Leid werden wir dort überreichend Trost und Freude erfahren. Und wir sollen dabei sein, liebe Geschwister, weil das unsere Zukunft ist. Und mit dieser Zukunft vor Augen können wir auch heute mutig und zuversichtlich sein, weil wir wissen, es kann uns niemand nehmen. Kann uns niemand nehmen in Jesus. Amen. Wir beten. Himmlischer Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns auch heute wieder durch dein Wort so großartig vor Augen gestellt hast, was wir in dir haben. Heute schon und erst recht in Zukunft. Welche Herrlichkeit wir entgegengehen und was hin dann doch, auch wenn es im Moment sehr oft schmerzlich sein kann, wenn es hart sein kann, wenn es nervenaufreibend sein kann, wenn es gefährlich sein kann, was sind dann doch die Leiden dieser Welt im Vergleich zu dem, was uns an ewiger Herrlichkeit, an unvorstellbarer Freude, an Trost erwartet in dir. So bitten wir nochmal, Herr, schenk doch, dass noch viele Menschen auf dieser Welt, auch in unserem Volk und Vaterland, ihre Augen sich öffnen lassen durch deinen Heiligen Geist für das, wozu du sie geschaffen hast. Vom Garten Eden an, von Ewigkeit an, hast du sie gedacht, dass sie mit dir leben, dass sie bei dir wohnen, dass du Gemeinschaft mit ihnen hast und sie haben sich abwenden lassen durch Satan. Und heute sehen wir, wie die Mächte der Finsternis alles anfangen aufzuführen, was sie nur in Bewegung setzen können, um das Band zwischen dir und den Menschen vollends komplett abzuschneiden, himmelhohe Mauern aufzubauen, damit die Menschen keinen Zugang mehr finden zu dir. Aber dein Geist ist mächtiger, noch ist deine Gemeinde da. Wir dürfen wirken, wir dürfen beten, wir dürfen dich bezeugen. Lassen uns auch vom Bösen dieser Welt nicht in die Enge treiben. Lassen uns keine Angst einjagen davon. Bezeugen und bekennen dich und beten darum, dass doch noch etliche umkehren. Auch bei den Verantwortlichen für unser Volk und Vaterland, für unseren Staat. Auch bei den Politikern in den verschiedenen Institutionen, Herr. Dass sie sich dir zuwenden, sich von deinem Geist leiten lassen. Wirklich, wie sie es auch in ihren Amtseiden gelobt haben, sich für das Wohl des Volkes, des deutschen Volkes einzusetzen und nicht zu seinem Schaden, sondern Schaden abwenden. Wir erleben so oft das Gegenteil, weil du nicht da bist, Herr, weil sie dich ausschließen, weil du außen vor gehalten wirst. Aber wir bitten dich, das doch nochmal zu ändern. Ja, und wir bitten dich auch für die Situation in der Ukraine, Herr, wir leben gerade in diesen Tagen, wie jetzt diese groß angekündigte Offensive mit aller Macht vorangetrieben werden soll, ungeachtet der Menschen, die da in sinnlose Tode getrieben werden. Und das auch von Politikern, von Regierungsleuten unseres Volkes aus, Herr, wo wir doch durch zwei Weltkriege angeblich gelernt haben, nie wieder Krieg. Und was ist daraus geworden, Herr? Durch den Einfluss des Bösen, durch die Macht der Finsternis ist
unser Land Laibach wieder zu enteignen durch seine Herrschenden, zu einem Land und einem Volk der Kriegstreiber geworden. Hoffentlich nicht durch die Breite der Masse, durch die vielen Menschen, aber leider durch viele Verantwortliche. Wir bitten dich, mach du durch dieser Kriegstreiberei, diesem sinnlosen Morden und Schlachten, ein Ende. Und wir bitten dich, dass du, so wie wir es am Schluss auch gehört haben, dem Bösen, dem Falschen, dem Lügern die Deckung nimmst, dass es offenbar werden muss und damit auch seiner Gefährlichkeit beraubt. Es gibt nichts Gefährlicheres als die Lüge. Sie zerstört Gemeinschaft, sie zerstört Beziehungen. Sie kann Ehen zerstören, Herr, Gemeinden sprengen. Und bitten dich, dass du dich doch erbarmst, die Lüge entlarvst und die Wahrheit ans Licht bringst und die Menschen die Wahrheit erkennen und annehmen lässt. Und das bist insbesondere, Herr, du in Person. Und darum bitten wir dich auch in unserer Gemeinde, Herr, dass doch viele, die zumindest dem Namen nach sich nach dir nennen, doch auch in Wahrheit dich kennen und wenn sie dich noch nicht kennen, von ganzem Herzen annehmen und sich von dir in die Wahrheit leiten lassen. Und so danken wir dir, dass du mit uns auch wieder nach Hause gehst in die neue Woche hinein, dass du weißt, was auf uns zukommt, auch mögliche Gefahren, die vor uns stehen, vor denen wir uns nicht fürchten brauchen, weil wir in dir sicher und geborgen sind. Bitten dich auch für die Schwachen, die Angefochtenen, die Alleinstehenden zu Hause, die Kranken, die Alten, die Sterbenden, Herr, dass sie Trost, Hilfe, Kraft von dir haben und loben und preisen dich darüber. Amen. Und beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater, komm uns zu Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Amen.